Freunde, es ist mal wieder soweit. Ein weiteres Video. Was schmeckt am besten mit Tortilla Chips? Ich bin heute hier mit meinem besten Freund Mike. Mike. Das ist Zabex. Ich bin Zabex. Oh mein Gott. Mike, ja, du bist Felix. Eine fette Schandtat und naschst es gerne Meine mal Mutter Chips. Hat mich nie gewollt. Du naschst es gerne mal Chips, Mike. Ich liebe Chits, ich liebe Chits. Ich auch. Eine meiner Lieblingschits sind Tortilla Chips Salt. Alter, du hast sie aber auch nicht lumpen lassen und die richtig billige Version genommen. Mein bester Freund Mike und ich haben übrigens auch einen Podcast, Zwei Vermengte. Check den unbedingt aus. Auf unser Spotify. YouTube. Alter, Mike, es ist ja mein Video. Du hast so recht. Wenn du nicht sofort die Fresse hältst, Mike. Du hast so recht. Checkt unbedingt unseren Podcast aus, ist das, was ich euch vermitteln möchte. Isst du gerne Dips? Ich liebe Dits. Wirken. Ich liebe Dits und Tits, Felix. Und wir haben hier diverse am Start. Okay. Mike, so ein klassischer Dip ist ja für mich Käse-Dia-Dip. Ja, ein bisschen Käse-Dia-Dip. Oder Chili-Dip. Wir werden nämlich heute rausfinden, welcher Dip am besten funktioniert mit Salted Tortilla Chips. Lecker, lecker. Wow, Wahnsinn. Wir haben hier einmal, Mike, da habe ich mich natürlich auch nicht lumpen lassen, Chio Chips Hot Salsa. Ja. Und Chio Chips Hot Chess. Okay. Boah, der cremt schon richtig schön. Das hat irgendwas mit mir gemacht. Boah, meine Fresse, das schmeckt mir aber gut. Nimm dir einen Shit. Du, was halt das Problem ist, ich bin ja auf Diät gerade, wie man sieht. Okay. Ich mache hier eine Ausnahme. Wir ditten. Wir ditten nun. Erstmal den Käse. Erstmal Cassette. Wow. Also ich finde, das schmeckt leicht wie deine Mutter unterm Tanga. Was ich bei deiner Mutter so lieb ist, dass es so eine nette Frau ist. Danke, Mike. Und so einen wunderbaren Sohn zur Welt gebracht hat. An deiner Mutter liebe ich ihre Dreckversautheit, ja? Alles gut. Also Käse, würde ich sagen, ist eine ganz leichte 10 von 10. Das ist der standardmäßige Dip. Zu jeder Situation kann man auch mal reindippen. Platte 10 von 10 geht immer. Finde ich geil. Ich finde auch den wesentlich besser als den scharfen Dip. Dazu muss ich sagen, ja? Den gibt es auch bei uns im Hotel. Und ich habe mir mit Julia vorgestern Chips geholt. Habe davon eine ganze Dose alleine weggemacht und habe gestern nachts eine halbe Stunde lang Blut gekackt. Warum? Blut? Weiß ich nicht. Ich Warum hast du Blut gekackt? Ich habe gegrölt wie ein brünftiger Elch und habe einfach einen halben Liter Blut ins Klo reingesemmelt. Wie hat sich das angehört? Schlecht. Okay. Wir probieren den Hot Salsa Dit. Ich fütter dir nun. Schmeckt das gut? Ich würde es auch probieren. Wow, der zieht nach. Oh ja. Wird schlimmer, wenn ich einatme. Also ich werde heute auf der Flöte keinen Spaß haben. Hatte ich schon die letzten zwei Tage nicht. Ich würde sagen, das sind die zweiten El Clasicos. Ja, das sind die Klassiker. Da würde ich sagen, wenn ich den bewerten müsste, eine 5. Ja, same. Zu scharf, zu spicy, ist halt nicht genießbar. Das schmeckt nach Glycerin ein bisschen, vielleicht zum Kotzen. Zum Scheißen. Ja. Ja. Du achtest auf deine Linie und das weiß ich. Ja, das ist mir sehr wichtig, und weil ich für dich hübsch sein will. Danke, Mike. Hey, alles gut. Alles gut, Mike. Die Hand wasche ich mir nie wieder. Dementsprechend habe ich natürlich darauf geachtet, dass wir auch vegane Produkte benutzen. Wir haben hier Barilla Pesto, vegan, Basilikum. Das ist eine der besten Pestos, würde ich sagen. Schmeckt köstlich. Ja. Ja? Ich wollte nur sagen, riecht wie dein Vater zwischen dem Arsch. Pesto mache ich mir immer auf die Nudeln, egal mit welcher Soße. Hab's nur noch nie mit Tortilla-Chips probiert. Was ich so lustig finde, dass du mir hier irgendwie deine halbe Lebensgeschichte erzählst, obwohl ich ja gar nicht gefragt habe. Danke, Mike. Er muss noch mal einen haben. Mit ein bisschen weniger, um das Geschmacksverhältnis zu erfahren. Supi, da hängt ein Haar dran. Ich finde, das ist actually eine geile Alternative. Leider gibt es das halt nicht in der großen Masse. So wie die Schamhaare deiner f***ten Mutter, Mike. Oh, der war mal gebrochen, das war nicht gut. Mir ist kurz schwatt vor Augen geworden. Was gibst du diesem Gericht, Mike? Pesto Dit. Ich sag, wie es ist, krieg von mir eine 8. Ist geil, ne? Ja, krieg eine 8. Ich gebe eine 8 mit. Haben wir heute Sex im Hotel? Ja, in Arsch. Mike, du bist ja auch ein süßer Typ. Danke. Und was müssen süße Typen natürlich essen, Mike? Was Süßiges. Was haben wir hier? Wir haben hier Fluff. Flott! Das ist Marshmallow-Creme. Weißt du, was das Geile daran ist? Da stehen nicht mal Inhaltsstoffe drin, weil es so amerikanisch ist. Das fressen die. Und dann wundern die sich, dass sie so aussehen, die ganze Welt über die lachen. Schaumzuckercreme mit Vanillegeschmack. Boah, Bruder, das ist halt echt bärstig, ne? Mike, wir machen's auf. Hat noch einen Deckel. Ey, Bruder, das sieht aus wie Spachtelmasse oder so. So ein Eimer voller W*** produzieren meine Eier, wenn ich deine Mutter sehe. Hab einen Nacho in meinem Bauch gefunden. Ich würd's nun reindippen in Fluff. Ja, nee. Nee, das Ding ist durch. Oh mein Gott. Ich kann heute nicht auf Toilette gehen. So, Freunde. Für dich einmal. Und für mich einmal. Oha. Das ist so ein Ding, was Schwangere gerne essen. Diese räudigen, salzigen Nachos mit dieser süßen Diabetescreme. Ich glaube, das ist was für den fetten Niklas. Ja, ja. Niklas putzt sich mit dem 2 Gramm die Zähne morgens. Ey, muss sagen, ich finde das geil. Ich finde diesen Kontrast zwischen süß und salzig sehr, sehr geil. Ich finde es actually auch nicht bad. Wirklich? Ich würde es mir, glaube ich, nicht kaufen, einfach, weil ich mich danach noch mehr hassen würde als ohnehin schon. Also ich muss sagen, als Dip hat sich das wirklich gut bewährt, Mike. Ich weiß noch nicht, wie das performt, wenn man quasi wirklich einfach mal das in der Masse konsumiert. Alter, wie eklig. Hau den Löffel. Was ist das? Guck mal hier. Bruder. Oh mein Was Gott. Ist das? Ey, das kannst du halt wirklich niemandem zum Fraß vorwerfen. Irgendwie will ich jetzt doch noch ein bisschen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Mike, in diesem Pool wurden Bierpongbecher ausgewaschen. Da ist alles von Pisse über Rotze und Gallensteine drin. Also für mich war das ein Geschmacksergebnis.
So, Felix, damit das Ganze hier jetzt noch ein bisschen romantischer wird, machen wir uns hier eine Duftkerze an. Geh an! Ja, es brennt nun. So. Ich wäre jetzt ausgegangen, hätte ich mich halt vergessen. Bleib an oder ich schlag dich kaputt, habe ich mir gedacht. Mike, von so Fertigsalaten, was ist dein Liebster? Der Kartoffelsalat, den mir deine Mutter immer zubereitet, nachdem ich sie so herrlich ge***t hab. Meine Mom liegt momentan im Krankenhaus, Mike. Frag dich mal, warum? Verdammt! 1-0 für mich. Ja, Mike, ich habe hier... Da sind jetzt diverse Haare dran. Oder das Kunstrasen jetzt dran. Wir haben hier Fleischsalat. Oh mein Gott. Jedoch haben wir diesen Salat in der vegetarischen Version. Oh, das Mike, das alles daran erinnert mich an deine Mutter. Die Farbe, die Konsistenz, das verfickte Geräusch. Du N***sohn. Ich muss sagen, dieser Fertigsalat, der ist immer sehr, sehr lecker, weil da halt so viel Geschmacksverstärker und Konservierungsmittel drin sind. Das kann nur gut schmecken als Dip. Boah. Und schmeckt auch wie deine Mutter. Bruder, den komm, lass mich mal naschen hier. Du Schweinesohn. Oh, hör auf, tropfst du da was von auf meine 220 Euro Yeezy Boost, töte ich dich. Nee, Felix, bitte. Mike, ich muss mal kurz die Hände abwaschen, ich habe ein bisschen was daneben gekleckert, ja? Das kannst du keinem erzählen, wirklich. Da wollen halt Leute drin baden, Felix. So waschen deine Eltern deine Wäsche, weil die kein fließend Wasser haben, die armen Schweine. Den töte ich. Da ist Fluff im Pool. Oh Gott. Ey, ich habe überall diesen Fluff in der Schweinefresse. Mike, was gibst du diesem Fleischsalat? -3. Das schmeckt nur nach Essig und Scheiße. Was ist das? Das ist eine Gurke in dem Fall. Also ich gebe dem 2 Punkte. Das, womit ich deine fette Mutter manchmal eincreme, damit die durch den Türrahmen passt, habe ich nun hier als Dit. Irgendwann gehen die Kameras hier aus, ja? Letter vegan. Oh, das sieht lecker aus. Alles gut, Bruder? Alles gut, Mann? Chips mit Letter. Okay, das ist also, boah. Mike, ich bin übrigens schwerer Verfechter davon, dass alles besser schmeckt mit Ketchup. Egal, ob es Kuchen ist, egal, ob es Nudeln sind, egal, ob es Toast ist, egal, ob es was weiß ich, Mac and Cheese ist, der so klingt. Ja, alles ist geiler mit Ketchup. Na, blass. Blass, hart. Die Frage ist, die ich bestelle. Ja? Welcher Ketchup? Weil es kommt hart auf die Art des Ketchups an. Einer der besten Ketchups, weil die hatten immer meine Großeltern, die mittlerweile beide tot sind. Mein Beileid. Danke. Die sind jetzt an einem besseren Ort. Sind sie hoffentlich auch. Die müssen sich nicht mehr einen Platz mit dir scheren, du fetter B***er. Die hatten immer folgenden Ketchup, Mike. Und ich hab's fast befürchtet, weil das ist für mich das widerlichste an Ketchup, was es gibt auf dem deutschen Markt. Hela Curry Ketchup ist einer der geilsten Ketchup. Der bärstigste Ketchup. Mach mal dein süßes Maul auf. Aha. So, guck mal hier, nicht mit dir wehtun an den spitzen Enden. Genau, Kopf schön zurück und rein mit der geilen Soße. So, lass dir schmecken, Großer, dass du auch groß und stark mir wirst hier, wa? Oh Gott, ich werd aber auch probieren. Es gibt nichts Geileres. Zum Wohl. Das ist so geil und lecker. Ey, bis jetzt aber eine der leckersten Sachen, wo ich den wirklich hasse, bis aufs Blut. Krieg von mir eine 5. Mit anderem Ketchup wäre es für mich eine glatte 9. Für mich kriegt er auch eine 9. Wir haben hier Hummus. Oh, die Konsistenz geht schon mal gut rein wie Butter. Ich würde es probieren nun. Oh mein Gott, das könnte was sein. Ich will noch einen. Komm on, Bruder. Das ist fair. Doch. Ich gebe dem eine 8, einfach weil Ketchup im Herzen ist. Käse war für mich eine 10, das ist für mich eine 9, eine dicke 9. Okay, wir haben hier eine Kräutertube Zwiebelknoblauch. Das könnte wirklich die Königsdisziplin sein, Mike. Okay. Ja, ja. Die ist gut. Die ist wirklich lecker, wa? Die werden wir nachher noch zum Grillen benutzen. Ich würde davon was auf den Chip tun. Mein ganzer Mund ist einbalsamiert, weil die so fettig ist. Du musst legit einmal mit dem kleinen Finger die Haare deiner Mutter berühren. Hast du genau den fetten Teil. Also der Geschmack von Zwiebel und Knoblauch in meinem Mund ist äußerst sexuell stimulierend. Hier für dich, Mike. Wow, einen kleinen Appetizer, wa? Bevor ich deine Mutter verspieß. Schmeckt dir das, du fetter Sau? Nee, ist es nicht für mich. Nee, für mich Gewinner, Gewürz-Ketchup-Curry. Nee. Nein! Mein Ketchup. Das halte ich von deinem scheiß Ketchup. Klarer Gewinner, obwohl ich Tomaten hasse, Hummus. Hummus ist es für mich. Paul, verpiss dich hier! Jo, Fettkloß, da liegt noch Ketchup im Pool, wenn du Hunger hast, ja? Und jetzt raus hier. Für dich hat das gewonnen? Ja, Hummus war es für mich. Für mich war es der Ketchup. Wir haben noch gar nicht Poolwasser probiert als Dit. So, Felix, das Beste kommt wie bekanntlich zum Schluss. Klar. Freunde, wir haben uns für euch in die Extreme begeben und haben rausgefunden, welcher Dip am besten schmeckt mit Tortilla-Chips. Für mich ist es ganz klar der Hela Curry Ketchup. Besser ist es für dich. Der Hummus. Der Honos. Und das Poolwasser. Freunde, wenn ihr weiterhin solche dumme Scheiße hier sehen wollt, dann abonniert diesen Kanal, folgt mir auf Instagram, aktiviert die Glocke und die ganzen Scheißdreck-Sachen da. Mir auch. Komm, scheiß drauf. Wir sind fertig hier. Abbruch.